Solch eine bikonvexe Linse wird auch Sammellinse genannt. Wenn ein Parallelstrahl eine bikonvexe Sammellinse durchquert, dann wird er zweimal gebrochen. Einmal beim Eintreten in die Linse und dann nochmal beim Austreten aus der Linse. Er wird also zweimal gebrochen, und zwar so, dass dieser austretende Lichtstrahl durch einen Brennpunkt der Linse verläuft. Durch solch eine Bikonvexlinse wird ein Parallelstrahl also zweimal gebrochen und tritt als Brennstrahl aus der Linse aus. Das gilt für alle eintretenden Parallelstrahlen. Wir sehen, dass alle austretenden Strahlen sich im Punkt F2 sammeln. Deshalb nennt man solch eine Bikonvexlinse auch Sammellinse. Diese doppelte Lichtbrechung bei einer Bikonvexlinse modellieren wir wie folgt. Dieser Doppelpfeil stellt diese Bikonvexlinse dar. Ein Parallelstrahl wird durch diese Linse gebrochen und wird so zum Brennstrahl. Das gilt für alle Parallelstrahlen und wir sehen, dass alle austretenden Strahlen sich im Punkt F2 sammeln. Es geht natürlich auch andersherum. Ein Brennstrahl wird zum Parallelstrahl gebrochen. Und ein Mittelpunktstrahl, der wird nicht gebrochen.